Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Sakuna of Rise and Ruin. Erstmal von mir ein frohes neues Jahr, genau, frohes neues Jahr. Heute ist, ich nehme das jetzt am 3.1. auf, tatsächlich, also relativ frisch. Muss ja, ne? Muss ja. Und ja, wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Ich hoffe, ihr habt verhältnismäßig gut gefeiert. Ich habe tatsächlich nicht so viel gefeiert. Ich war zu Hause und habe Raclette gemacht, gegessen. Also nicht die Raclette an sich, aber das, was da drauf liegt. Und meine Güte, ja. Also Geböller habe ich nicht gemacht. Ich bin aber auch nicht so der Fan vom Böllern. Letztes Jahr war es anders, da war ich bei Freunden. Aber ihr wisst Bescheid, das Jahr 2020 war nun ein ganz besonderes Jahr, was das anging. Und ich muss jetzt erstmal wieder reinfinden ins Spiel, denn es ist tatsächlich jetzt schon länger her, als ich es gespielt habe. Wer hätte das gedacht? Ich muss gucken, dass das hier getrocknet wird, ne? Es sollte bald getrocknet sein, genau, so war das. Ihr könnt mir ja gerne schreiben, wie ihr ins neue Jahr gekommen seid. Ich hoffe mal, euch ist noch alles dran geblieben. Was das Geböller angeht, bei mir in der Nähe war es halt klar. Um 23 Uhr ging das meiste los, aber es war spätestens 1:30, spätestens wieder zu Ende. Und ansonsten war es eigentlich alles recht entspannt. Ja, was haben wir im letzten Part gemacht? Genau, der letzte Part ging ja fast eine Stunde oder eine Stunde, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass wir ins Heiligtum gekommen sind und dort Kokova, so hieß die doch, ihre Freundin wieder eingeprügelt haben, beziehungsweise ihren Golem-Wächtern haben wir eingeprügelt, was hier, ne, was Freundschaft und so weiter bedeutet. Und ja, das war die Zusammenfassung. Wenn ihr es sehen wollt, guckt ein Part rein, da ist auch ein extrem spannender Bosskampf mit bei gewesen. Ja, ich denke mal jetzt, haben wir Hunger? Wir haben Hunger, definitiv. Wir werden jetzt erstmal was essen gehen, dann werden wir Zeit vorspulen und dann müsste am nächsten Tag eventuell sogar das... Wobei, eigentlich müssen wir ja gar nicht essen. Aber ich glaube, sie hat was anderes vor. Okay, sie hat ihre... Okay, wir haben eine Quest. Der hat ihren Hairpin. Das ist hier eine Haarnadel. In Form eines Schildkrötenpanzers. Verloren. Tatsächlich, das hat sie gesucht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich lohnt es sich nicht zu essen, weil wenn wir am nächsten Tag ja wieder hier das hier machen. Lohnt nicht, weil wir dann wieder die Zeit überspringen dabei. Und dann werden wir auch nicht kämpfen können. Dann müssen wir halt nochmal essen lassen. Das ist auch Ressourcenverschwendung, wa? Zumindest gehe ich davon aus. So, ist das jetzt fertig erstmal? Es sieht wirklich sehr... Es sieht sehr trocken aus. Dann bringen wir das alles rein. Genau, haben wir jetzt ins Lager gebracht. Hier muss das eigentlich nicht mehr trocknen. Wir sollten mal Kinder fragen, ob er vielleicht was herstellen kann. Denn soweit ich eben gelesen habe... Gott, haben wir die Quest ja eigentlich so gut wie erfüllt, ne? Warte mal. Genau, wir müssen einfach nur Jade und Bambus-Kinder bringen. Machen wir es doch mal einfach mal. Ich glaube, jetzt haben wir sogar beides, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben beides. Wurde mir eben links angezeigt. Hey, Kinder. Hey! Irgendwas ist passiert. Jetzt hier, bitteschön, mach mal. If you would. Aha.
got it? Thank you. You little... Und er hat sogar zwei für Myrte gemacht. Oh, dafür haben wir 5000 diese Dinger bekommen. Was willst du denn noch? Wir sind jetzt dazu fähig, mit dem Kapital zu handeln. Wir sollen mit ihm sprechen, wenn es soweit ist. Und wir brauchen Reis natürlich, um das auch zu machen. Ist ja klar, selbstverständlich. Da sind wir doch bei, mein kleiner bepelzter Freund. Wir müssen jetzt aber erstmal hier rein und müssen dreschen. Dreschen, was das Zeug hält. Und tatsächlich habe ich gegoogelt, was Dreshing bedeutet. Es bedeutet einfach dreschen. Also mit D. Dreschen. Mit SCH. Mehr ist das nicht. Wir nutzen natürlich einen Cookie-Bashi. Ich meine, wozu nicht, ne? Ich meine, es geht natürlich schneller. Ich hoffe mal, das hört man wieder nicht. Ich versuche es immer im Schnitt ein bisschen raus zu editieren, dass man da die Tasten, die Controller, das Controller-Klacker nicht so gut hört. Gelingt mir manchmal gut, aber während des Sprechens gelingt es mir nicht so gut, weil ich kann halt nicht im Satz das entfernen. Ich entferne das immer zwischen, wenn ich halt nicht rede. Dann entferne ich das meistens. Aber ja. Genau, haben wir im letzten Part die alte Maske, die Maske bekommen oder im vorletzten Part? Ich weiß es echt nicht mehr. Tut mir eigentlich leid, ich bin wahrscheinlich auch, was das Kämpfen angeht, sehr raus. Aber das werden wir ja noch sehen. Gucken. Bin sehr gespannt. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Reiz, ne? Es ist übrigens, weißt du, wie ich das mache? Ihr seht ja hier links, rechts und so. Meistens würde man das krass das Klackern hören, aber ich drehe den linken Stick einfach in den Kreis und spam Y. Ich denke mal, das ist halt sehr einfach eigentlich so. Weil so geht es in eine Richtung gleichzeitig hintereinander. Und ich denke sogar, ist es von den Entwicklern so gewollt, dass man es am besten so handhabt. Oder denkt ihr nicht auch so? Habt ihr vielleicht geheime Tricks, wie ihr das macht? Vielleicht habt ihr ja sogar geheime Tricks. Ich meine, mit einem Gummiband irgendwie lässt es sich bestimmt. Mit einem Gummiband und einer Haarnadel lässt sich bestimmt irgendwie automatisieren. Irgendwas wird schon klappen. Ich kann mir zumindest gut vorstellen, dass das irgendwie so geht. Okay, jetzt sind wir noch schneller. Also können wir auf einmal weg dreschen. Das habe ich bei anderen Spielen mal gemacht. Ich weiß aber nicht mehr genau, welches Spiel das war. Auf jeden Fall musste ich da in irgendein Spiel musste ich da eine bestimmte Menge Anzahl an Schritten haben. Und da habe ich von Gummiband da in den linken Stick rangepinnt. oder hier. Genau, Gummiband über den linken Stick und dann über die Schultertaste. Ich glaube, so habe ich es gemacht. Und dann ist er automatisch gelaufen. Commendable work. Huh? What? How pitiable. Got it? What? Okay. No. Natürlich sind wir dafür zuständig, ja, natürlich müssen wir High Quality Oak besorgen. Sind wir dafür zuständig, dass wir ein neues Gerät bekommen, um das schneller zu machen? Ja, jetzt regnet es eh. Wir machen auch gleich das volle Programm. Wir holen das Zeug natürlich auch gleich, ne? Ja klar, komm. Und so, hier kann ich leider nicht. Doch, hier kann ich auch drehen. Okay. Ich denke mal, wir werden einfach hier Weißes machen, ne? Komplett weiß. Mal gucken. Oh, das dauert aber auch wieder. Können wir es nicht irgendwie. Wir müssen es aber auch leveln, ne? Wir müssen das tatsächlich auch leveln. Ich denke mal, da wird die Anzeige auch schneller voll, denke ich mal, beim Leveln. Aber erstmal Arbeit im neuen Jahr muss anstehen. Ich habe jetzt 2 Wochen lang
stehen und liegen lassen ist nicht gut. Sollte man nicht so oft machen. Da kommt man ein bisschen aus dem Spiel raus. Und allgemein aus der Arbeit. Ihr wollt sicherlich wissen, was ich dann in 2 Wochen gemacht habe. Ich habe natürlich ein bisschen Pause gemacht von Let's Play. Ich habe halt tatsächlich nichts aufgenommen, außer gestern jetzt zum Beispiel die Projekte mit den guten Train. Also The Legend of Zelda Majora's Mask und Trails of Mana auf seinem Kanal, das Remake. Und sonst habe ich die 2 Wochen halt nichts aufgenommen. Ich rede tatsächlich das erste Mal wieder solo in einem Let's Play in diesem Part. Und wie schon gesagt, am 3. Also einen Tag davor, bevor dieser Part kommt. Ja. Ich habe wirklich nichts aufgenommen. Ich wollte was aufnehmen, aber da habe ich mir gedacht, nee, lass es mal. So, wir haben neues Reis hergestellt. Sehr schön. Wow. Und wir haben daraus, wie viel? 231 bekommen. Das ist natürlich interessant. Oh, natürlich. Aber ich war halt nicht untätig, ne? Ich habe halt die ganzen Abende damit verschwendet. Was heißt verschwendet? Ich habe die ganzen Abende damit... Oh, hey. ...zugetan, an meiner Animationsserie Pokécross weiterzuarbeiten. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut auf meinen Kanal. Da sind die ersten 2 Folgen schon raus. Die 3. Folge wird irgendwann demnächst kommen. Ich bin da noch mitten dabei. Nur mal so anzusprechen. Ich mag es eigentlich gar nicht, mal Projekten darüber zu sprechen. Ich weiß auch nicht, warum. Aber so ist das. Gut, wir haben jetzt alles getan und getutet hier. Dann werden wir jetzt mal gucken, was unser pelziger Freund mit Traden meint. Ich bin da sehr gespannt, was wir jetzt aus dem Kapital ertauschen können. Wenn er uns lässt. Mal sehen. Ja, der Vulcano hat wirklich sehr viele Gefahren. Ne? Auch mit dem Giftsumpf da. Ich möchte gerne mit dem Kapital tauschen. Was haben wir denn? Die holen wir uns aber alle einmal, ne? Pferdzig braucht ihr? Certainly. Wir holen es einfach mal. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ist einfach mal holen. High Quality Oak habt ihr zufällig nicht, ne? Wollen wir es vor allem mal einholen? Da will ich mal gucken, was wir daraus herstellen können. Falls wir dann mehr wollen. So, dafür kann man sowieso ein paar mehr holen, ne? So. Certainly. Aber die restlichen Reis würde ich halt gern schon in Dings verwenden. Genau. Ein bisschen Malt. Tofu. Ja, das hier auch mal. Ups, nein. Ich war noch nicht fertig, Mann. Duburoku. Ich weiß echt nicht, was das alles tatsächlich ist. Ich kenne mich halt mit den ganzen Reissachen halt echt kaum aus. Weil, ja. So, davon mal 10, davon auch mal 2 noch. Davon machen wir auch mal 10 voll. Amasacke. Was heißt das? Den Rest des Reis behalten wir, falls wir was ertauschen müssen. Da bin ich mir halt nicht sicher. So, wir brauchen High Quality Oak. Da würde ich halt gerne was essen. Einfach mal komplett. Machen wir Zufall, ne? Überlassen wir mal Mütte. Ja, reicht so, ne? So geht das und dann essen wir erstmal. Und skippen die Nacht.
Ach, und das dauert also einen Tag, bis das ankommt. Okay, das ist natürlich auch gut zu wissen. Ja, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr loszugehen. Denke ich mal, wir gucken mal, ob wir jetzt irgendwas herstellen können. Vielleicht bei Yui. Guck mal, Namen kann ich mir teilweise merken, ne? Wenn ich die oft genug sage, dann merke ich mir die auch. Ist sie denn da? Ja, sie ist da. Hey. Should I make something, Goddess? Ah, guck mal, das ist doch gelohnt. Hemp-Palm. Der klassische, klassische Hut. Wir brauchen Fasanfedern noch. Oh. Oh, 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 oh. Ja, machen wir jetzt mal das. Komm. Oder? Warte mal. Ja, komm. I got it. Give me some space till it's done. Rüsten wir uns auch gleich mal direkt aus. Mit der Maske sieht das halt voll bescheuert aus. Bin ich halt ehrlich. Kann man die Maske irgendwie... Ich hätte ja gerne so eine Transmogri-Funktion, ne? Warum brauchen wir... Jetzt brauchen wir die nicht. Komm, wir ziehen die einfach mal aus. Ich hätte halt gerne so eine Transmogri-Funktion, wo man einfach mal sagen kann, hey... was können wir... Okay, wir verlegen schon gerade bei 10% und wir brauchen eine Korktrieb-Wrench. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen könnten? Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, aber wir können ja High Quality Oak mal suchen gehen. Ich meine, auf der Oberweltkarte müsste man ja was sehen. Man müsste ja sehen, wo Sachen hin können. Aber erstmal schicken wir die mal weg. Komm. I'll be off then. Ja, und Myrte kann auch mal gehen. I go now. Bitteschön. So, irgendwo müsste ja stehen, wo es das gibt. Oh, da müsst ihr aber extrem mal suchen. Haben wir hier und alles? Das Salz fehlt halt noch, ne? Aber wisst ihr was, wir können das mal machen, komm. Wobei da auch ein bisschen Zeit vergeht. Ich meine, aber so viel Zeit haben wir ja tatsächlich auch nicht mehr in dem Part. Ich meine, ich will die Part ja auch nicht zu lang machen. Weil... Ja, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Es vergeht ja auch immer ein bisschen. Es vergeht ja auch immer ein bisschen hier. War das Salz jetzt? Was war das eine? Ach, Kupfer. Natürlich. Ich weiß gar nicht, wie man das so bekommt. Es muss irgendwo High Quality Oak bekommen. Herbekommen. Ich bin mir sicher, irgendwo hier links war das doch. Da muss ja irgendwo. Das war jetzt nicht wirklich versteckt, bin ich der Meinung. Ich such grad mal. Hier oben war das auf jeden Fall nicht. Nee. War das hier irgendwo rechts? Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Ich hobe jetzt einfach nur drüber. Hier kann man es herbekommen. Okay, dann machen wir das. Machen wir noch. Ich wusste es auch nicht mehr, wo man das alles herbekommt. Ich meine, das ist auch ein bisschen länger her. Und High Quality Oak hat mir sowieso immer gefehlt. Dann ist es ja auch gut, dass wir das jetzt wissen, wo es das gibt. Beziehungsweise ich. Ihr wisst es wahrscheinlich schon länger und habt immer mit dem Kopf geschüttelt. Kann ich mir gut vorstellen. Korktrieb-Brench brauchen wir auch. Ist hier unten was? Ja, hier unten ist auch noch safe was. Nicht? Schade. Und dann lassen wir auch wieder die Nacht. Ja, mal gucken, was wir hier rausbekommen. Ja. Okay, gut. Dann war es das auch schon wieder. Wahrscheinlich haben wir auch wieder Hunger. Wir brauchen wieder was zu essen. Geh nach Hause. Und... Ja, dann war es das auch wieder
Ja, ist ja schön und gut. Dann war es doch auch wieder für heute. Tatsächlich, für die erste Aufnahme. Es ist kein schlechter Part, ne? Ist halt nur nichts passiert. Es tut mir echt leid, aber... ja, was soll ich sagen? Nochmal ein frohes Neues. Wir sind im neuen Jahr angekommen und hoffentlich wird das alles wieder wesentlich entspannter. Wir werden sehen. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.